Ich möchte unseren Ausflug hier in Canterlots weltberühmten Skulpturengarten beginnen. Die Skulptur dort drüben repräsentiert Freundschaft. Kommt schon, meine kleinen Ponys. Diese da steht für Erfolg. Wäre es nicht toll, wenn man die als Schönheitsfleck kriegen würde? Cool. Dafür müsstest du aber mal bei irgendwas erfolgvoll sein. Das Wort gibt es nicht. Bist du jetzt dein Wörterbuch? Ponys! Also das hier ist wirklich eine sehr interessante Statue. Sagt mir, was euch alles an ihr auffällt. Sie hat eine Adlerkralle. Und eine Löwentatze. Und einen Schlangenschwanz. Diese Kreatur nennt sich Drachenpony. Sie hat den Kopf eines Ponys und ihr Körper weist Merkmale verschiedener Tiere auf. Was glaubt ihr, soll die Figur darstellen? Verwirrung! Das Böse! Chaos! Doch nicht Chaos, du Dodo! Sag keine Sachen zu mir, die ich nicht verstehe. Und natürlich ist es Chaos! Ist es nicht! Ihr habt beide Unrecht! Ich hab Chaos. Ich hab noch keine Ahnung! Ehrlich gesagt habt ihr alle irgendwie recht. Diese Statue zeigt Discord. Ihr steht für den Mangel an Harmonie zwischen den Ponys. Und da ihr drei so gut demonstriert habt, was damit gemeint ist, schreibt ihr mir einen Aufsatz, in dem ihr es erklärt. Gut, gehen wir. Und es wird nicht mehr gestritten. Es ist Verwirrung. Das Böse. Chaos. Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein gibt's Zauberei. Eine herrliche Pony, meine allerbesten Freunde seid ihr. Hey, komm sofort zurück! Hab dich! Was ist das denn? Zuckerwatte? Jo, Moment mal, es soll doch eigentlich erst morgen regnen. Du kannst nicht einfach... Doch, du kannst. Schokomilchregen. In ganze Questria spielt das Wetter verrückt. Cloudsdale wird gerade von einem schlimmen Cola-Gewitter heimgesucht. Aber keine Sorge, ich werde Ponyville garantiert wieder unter Kontrolle kriegen. Wieso wollt ihr, dass das aufhört? Ich habe von deinen Schwierigkeiten gehört, Applejack, und wollte sehen, ob ich helfen kann, ohne nass zu werden. Oder schmutzig. Ich bleib auf jeden Fall unter meinem Schirm. Glatter Schein, tu doch was! Also, Angel, du solltest wirklich nicht... Nein, das ist unmöglich! Oh, ich glaube, ich träume. Keine Sorge, Leute. Ich habe einen neuen Zauber gelernt, der alles in Ordnung bringt. Sicherer Zauber. Hat nicht funktioniert. Was sollen wir denn jetzt tun? Aufgeben? Spike! Twilight wird sich schon was einfallen lassen. Zeit für Plan B. Rainbow, kannst du die Wolken in einer Ecke des Himmels zusammentreiben? Applejack, du musst diese hoch aufgeladenen Gewitterwolken auf die Erde holen. Oh je, ich hoffe, keins der Tiere sieht diese leckeren, mit Schokolade gefüllten Zuckerwattewolken. Ich würde sie nur ungern teilen. Ach, mir geht's genauso wie dir, Schwester. Hey! Und wenn ihr damit fertig seid, dürft ihr euch gern Popcorn zum Nachtisch nehmen.
Siehst du, Spike? Man darf niemals aufgeben. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir einfach alles schaffen. Kommt schon, Mädels. Prinzessin Celestia will uns alle sofort in Canterlot sehen. Prinzessin Celestia, wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Vielen Dank, Twilight. Ich danke euch allen. Geht es um das Wetter und um das seltsame Verhalten der Tiere? Was passiert da draußen? Warum funktioniert meine Magie nicht? Gibt es... Folgt mir. Ich habe euch aus einem sehr wichtigen Grund hierher gebeten. Wie es scheint, ist ein alter Feind von mir zurückgekehrt, von dem ich dachte, dass ich ihn schon vor langer Zeit besiegt hätte. Sein Name ist Discord. Discord ist der bösartige Geist der Disharmonie. Bevor meine Schwester und ich uns gegen ihn wehrten, regierte er Equestria in einem ewigen Zustand von Unruhe und Unglück. Luna und ich sahen, wie furchtbar das Leben für die Erdponys, Pegasusponys und Einhörner war. Und nachdem wir die Elemente der Harmonie entdeckt hatten, kombinierten wir unsere Kräfte, lehnten uns gegen ihn auf und verwandelten ihn in einen Stein. Gut gemacht, Prinzessin! Ich dachte, dieser Bann würde ihn für immer gefangen halten. Aber da Luna und ich nicht mehr mit den Elementen verbunden sind, wurde der Bann gebrochen. Ihr seid nicht mehr verbunden? Nein. Dies ist der Canterlot-Turm, in dem die Elemente aufbewahrt werden, seitdem ihr sie entdeckt habt. Ich möchte, dass ihr die Elemente der Harmonie noch einmal einsetzt und Discord aufhaltet, bevor er ganz Equestria in ewiges Chaos stürzt. Aber warum wir? Du könntest doch... Hey, seht mal, wir sind berühmt! Ihr sechs habt das volle Potenzial der Elemente gezeigt, indem ihr mit der Magie eurer Freundschaft einen mächtigen Feind besiegt habt. Obwohl Luna und ich einst die Elemente auch einsetzten, seid ihr jetzt diejenigen, die ihre Macht kontrollieren. Deswegen könnt nur ihr allein Discord besiegen. Prinzessin Celestia, Sie können sich auf uns... Moment, eine Sekunde noch. Ewiges Chaos bedeutet in diesem Falle Schokoladenregen. Schokoladenregen! Hören Sie nicht auf Sie, Prinzessin. Es wäre uns eine Ehre, die Elemente der Harmonie einzusetzen. Behalten. Ich nehme die Kiste. Habt keine Angst, Ponys. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr in der Lage seid, Discord zu besiegen. Hiermit. Naja, falls mich jemand braucht, ich bin mit einem riesigen Strohhalm draußen in den Schokoladenpfützen. Die Elemente, sie sind weg. Die Kammer wird durch einen mächtigen Zauber geschützt, den nur ich brechen kann. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es würde ja auch gar keinen Spaß machen, wenn es einen Sinn ergäbe. Discord, wo steckst du? Hast du mich vermisst, Celestia? Ich hab dich vermisst. Es ist sehr einsam, wenn man in einem Stein gefangen ist. Aber woher sollst du das wissen? Ich habe schließlich noch kein einziges Pony in Stein verwandelt. Genug! Was hast du mit den Elementen der Harmonie gemacht? Ach, ich habe sie mir nur mal für ein kleines Weilchen ausgeliehen. Damit wirst du nicht durchkommen, Discord. Ich hatte vergessen, wie übellaunig du sein kannst, Celestia. Das ist echt ganz schön langweilig. Hey, niemand darf die Prinzessin beleidigen! Oh, du musst Rainbow Dash sein. Du bist berühmt dafür, dass dein Element der Harmonie die Treue ist. Ganz richtig. Ich werde immer zu der Prinzessin halten. Das werden wir ja noch sehen. Nicht zu fassen, dass wir unsere Zeit damit verschwenden, mit einem Fenster zu reden. Die wunderschöne Rarity. Sie steht für das Element der Großzügigkeit, wenn ich mich nicht täusche. Du weißt also, wer wir sind. Ist ja ganz toll. Oh, ich weiß viel mehr als das, ehrliche Applejack. Du scheinst auch unsere Stärken zu kennen. Ja, Twilight Sparkle, dein Element ist das mächtigste, aber auch das flüchtigste von allen. Die Magie. Fluttershy ist die Freundlichkeit und Pinkie Pies Element ist mein persönlicher Favorit. Das Lachen. Pinkie? Er steht auf deinem Kopf. Hör auf, Zeit zu schinden, Discord. Was hast du mit den Elementen der Harmonie gemacht? Oh, Celestia, du bist ja sowas von langweilig. Na schön, ich werd's euch sagen, aber auf meine Weise. Hört gut zu. Ihr wollt die verschwundenen Elemente zurückhaben? Dann müsst ihr den Sinn der veränderten Lage verstehen. Verwirrung stiften ist etwas, das ich gut kann. Ihr findet die Elemente dort, wo alles begann.
Können wir jetzt nach Hause gehen? Was kann er damit gemeint haben? Wir finden die Elemente dort, wo alles begann. Er richtet Verwirrung an. Und wir finden die Elemente dort, wo alles begann. Das ist es! Ich wette, Discord hat die Elemente im Palastlabyrinth versteckt. Viel Glück, meine kleinen Ponys. Das Schicksal von Equestria liegt in euren Hufen. Danke, Prinzessin. Wir werden dich nicht enttäuschen. Müssen wir da reingehen? Nein, der blöde Discord hat meine Flügelchen vergessen. Ich flieg darüber und dann haben wir die Elemente. 0,0. Meine Flügel! Oh, dein Horn! Mein Horn! Wenn ihr doch nur eure schockierten Gesichter sehen könntet! Unvergleichlich! Wir wollen unsere Flügel und Hörner zurück! Ihr bekommt sie schon wieder! Ich habe sie euch nur genommen, damit ihr nicht schummeln könnt. Denn das ist die erste Regel unseres Spiels. Es wird nicht geflogen und Magie gibt's auch nicht. Wie, das ist die erste Regel? Die zweite Regel lautet, jedes Pony muss mitspielen, sonst ist das Spiel vorbei und ich gewinne. Viel Glück, ihr kleinen Ponys! Habt keine Angst, Mädels. Wir haben ja noch uns. Ja, wie Twilight schon gesagt hat, wenn wir alle zusammenhalten, gibt es nichts, was wir nicht schaffen können. Also gut, Mädels, legen wir los. Gemeinsam! So schnell wie möglich in die Mitte und dort formieren wir uns neu. Bin schon unterwegs. Auf zur Mitte. Yeeha! Wir sehen uns. Was war das? Wer ist da? Was geht denn hier vor sich? Wo bin ich? Wer seid ihr alle? Die Hüter des Waldes der Wahrheit. Du darfst uns eine Frage stellen. Zur Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit? Aber sei gewarnt. Denn die Wahrheit sorgt nicht nur für Heiterkeit. Also na schön. Ich vertraue diesem Ort hier nicht die Bohne. Aber was diesen Discord betrifft, habe ich ein noch schlechteres Gefühl. Wie wird diese Mission für uns enden? Deine Antwort kriegst du, wenn du da hineinsiehst. Nur zu. Ich hoffe, dass ich euch nie wiedersehe. Ich auch. Gut. Na schön. Das war's dann also. Nein, unsere Freundschaft vorbei. Oh, das darf sich nicht erfüllen. Das darf nicht passieren. Das kann nicht die Wahrheit sein. Wenn die Wahrheit nur schmerzhaft ist und eine große Qual, dann ist eine Lüge vielleicht die bessere Wahl. Jack, ein Glück, du bist es. Ich wusste doch, dass ich hier Stimmen gehört habe. Mit wem hast du geredet? Ich habe mit, niemandem geredet. Mit keiner Ponyseele. Alles okay? Ja, klar. Komm schon, wir sollten lieber gehen. Hat Applejack gerade... So ein Quatsch, Twilight. Applejack würde nie lügen. Das ist der größte Ballongarten, den ich je gesehen habe. Ich habe vorher zwar noch nie einen gesehen, aber trotzdem. Hey, was soll das? Was ist los, Pinkie Pie? Ich dachte, du weißt ein herzhaftes Lachen zu schätzen. Das ist was anderes. Die Ballons lachen mich aus.
Daran solltest du doch gewöhnt sein. Deine Freundinnen lachen dich auch immer aus. Meine Freundinnen lachen mit mir, nicht über mich. Ach, wirklich? Nein! Komm damit! Lass doch mich auszulachen! Oh, arme Pinkie Pie. Und ich hab immer gedacht, Lachen würde dich glücklich machen. Glücklich? Mit Sicherheit nicht. Pinkie Pie, sind wir froh, dich zu sehen. Ach ja, seid ihr das? Wieso? Braucht ihr was zu lachen? Pinkie? Wieso ist sie denn nur so sauer? Das ist doch seltsam. Mir ist nichts Seltsames an Pinkie aufgefallen. Komisch. Wir sollten uns lieber beeilen, bevor uns das hier noch völlig verrückt macht. Ich hatte eine Audienz bei der Prinzessin erwartet und keine Freiluftaktivitäten. Meine Güte! Heute ist dein Glückstag, Rarity. Du hast etwas in Equestria gefunden, das genauso schön aussieht wie mein Gesicht. Was denkst du? Gefallen dir die Juwelen? Ja, das tun sie. Sie gefallen mir sehr. Nein, nein. So eine Fabelhaftigkeit lenkt mich nicht ab. Ich muss schnell zur Mitte und dort die anderen treffen. Meine! Tja, Rarity. Es hat gedauert, aber es hat sich gelohnt. Wer hätte gedacht, dass sich drei kleine Edelsteine am Ende als riesiger, wunderschöner Diamant herausstellen? Na, dann bringen wir dich mal nach Hause. Rarity, sind wir froh, dich zu... Warum schleppst du einen riesigen Felsbrocken? Was meinst du mit Felsbrocken? Dieser umwerfende, wunderschöne, riesige Stein ist ein Diamant. Und er gehört mir allein. Hört auf, ihn so neidisch anzugucken. Ich hab ihn gefunden, also gehört er mir, ist das klar? Okay, ich schaff das. Ich kann... Momentchen, Schmetterlinge, wartet! Lass mich nicht allein hier! Fluttershy, anscheinend haben dich deine sogenannten Freundinnen im Stich gelassen, hä? Oh nein, ich bin sicher, sie versuchen alles, um mich zu finden. Es muss sehr schwer für dich zu ertragen sein, dass sie dich für so schwach und hilflos halten. Gar nicht. Ich bin nun mal schwach und hilflos und ich weiß ihre Unterstützung zu schätzen. Ja, aber es muss dich doch zur Weißglut bringen, dass sie dich immer wieder auf deine Charakterschwächen aufmerksam machen. Eigentlich nicht. Ehrlich gesagt kann ich mich sehr glücklich schätzen, dass ich Freundinnen habe, die mich zu einem viel besseren Pony machen. Oh, jetzt reicht es aber. Du warst schon viel zu lange nett, meine Liebe. Es wird Zeit, fies zu sein. Arrivederci! Fluttershy, bin ich froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Dieses schreckliche Labyrinth lässt alle Ponys durchdrehen. Oh, buhuhu! Wieso schwingst du nicht dein magisches Horn und machst alles wieder gut? Ach ja, richtig. Das kannst du ja nicht. Du hast ja kein Horn mehr. Was ist nur mit meinen Freundinnen los? Was ist so lustig? Worüber lachst du? Schokoladenmilch. Kann mir jemand helfen? Danke, Twilight. Keine Ursache. Aber mach dir keine Hoffnung auf meinen Edelstein. Ich weiß genau, wo du wohnst. Ha, jetzt kriege ich dich, Element. Oh! Ich verstehe, warum du diese Wolken so magst. Sie sind schön plüschig. Komm, tritt
tritt gegen mich an. Auf geht's. Worauf wartest du? Hey, ich überbringe hier nur eine Botschaft. Ich habe auch eine Botschaft für dich. Hör mir jetzt gut zu. Das ist sehr wichtig. Du musst eine Entscheidung treffen. Gleich geht's los. Entweder ist sie richtig oder dein Fehler groß. Entscheidest du falsch, ist eins ganz klar. Deine Heimat wird nie wieder so, wie sie war. Cloudsdale wird untergehen? Nein! In dieser Schachtel sind deine Flügel. Du kannst sie nehmen und das Spiel verlassen oder weiterhin ziellos durch dieses Labyrinth traben. Deine Entscheidung. Ich muss Rainbow Dash finden. Als Team sind wir unschlagbar. Rainbow Dash lässt uns nicht im Stich. Na, sieh mal einer an. Rainbow Dash fliegt davon. Sie lässt uns hier einfach zurück. Also, das ist echt gelogen. Das gibt's doch nicht. Da hat ein Pony wohl die. Es wird nicht geflogen und es gibt keine Magieregel gebrochen. Das Spiel ist aus, meine kleinen Ponys. Und ihr habt eure kostbaren Elemente nicht gefunden. Nun zieht über uns ein gewaltiger Sturm auf und er bringt das komplette Chaos mit sich. Fortsetzung folgt.